Nach unseren wissenschaftlichen Videos zum Thema Bier, hier mal was ausschließlich Unterhaltsames. Das Originalvideo ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du mehr davon sehen willst, dann schenk uns ein kostenloses Abo und einen kostenlosen Like. Dann wissen wir, dass wir auch diese Schiene weiterfahren sollen. Und nun viel Vergnügen mit dem Video. Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer Folge, okay. So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses und hier habt ihr den Naturburschen, der Natur. Ich bin ein Gesichtsgesicht. Au, du Gesichtsgesicht mit dem Bärtle dran, so. Das sind Schamhaare. Du bist der Naturin, dich kennen alle, das braucht man gar nicht weiter vorstellen, dieses Gesichtsgesichts. Das ist der Bierschanger, die ist schon wieder komplett weggetreten. Ne? Die war auf dem Hardrock-Festival. Dann haben wir den Fahrer heute zu Fuß unterwegs. Der hat ja letztens auch die Biermeile gemacht mit dem Ronny. Ja. Dann sind sie heim und gesagt, wir machen einfach bei euch nochmal mit. Und da ist der Ronny, ey! Das ist der Hannes, yo, genau, moin. Den kennt ihr ja, der hat ja auch schon dreimal eine mitgemacht und... Für die, die das nicht kennen, 12 Bier, 12 Pubs, aber in der Hartz IV Edition. Wir gehen also nicht in richtige Pubs, da ist das Bier so teuer. Wir wandern und wandern und wandern und versuchen an jedem Supermarkt ein Bier zu trinken. Einer fängt an im ersten, holt Bier für alle, bezahlt das, darf die Sorte bestimmen. Im zweiten Supermarkt geht der zweite rein, sucht Bier für alle, bezahlt das, fertig. Hier ist so eine Karte, die braucht man sich gar nicht mehr angucken. Fängt man also an, so hier raus, hier rüber, zack, das ist, das kriegt er alles mit. Und hier gibt es jetzt auch die offiziellen Natururin-Action-Figuren. Einmal in der normalen Standard-Variante und dann in der Pfeffi-Edition, wenn er einen Pfeffi getrunken hat. Das knistert sogar, da ist noch Überraschung mit drin. Und wir stehen jetzt beim Döner-Lutz. Das sind Menschen, wir stehen jetzt beim Döner-Lutz, denn traditionell müssen wir jetzt erstmal Döner essen. Und dann Rewe, das erste Bier und die Bianca fängt dann an. Yes. Weil sie eine lange Hose anhat. Ach gar so. Nicht, es ist Schwupphose. Das ist das Besondere, das ist nämlich nicht eine normale Biermeile, das ist die Wintermeile. Deswegen haben alle kurze Hosen an. So, genau. So, so. Und weil es da zu lang ist, die Stripperin hat nämlich Latexbeine, hat der Ramses halt ein bisschen kürzer. Also guckt euch das an. Eigentlich besteht das Ziel auch darin, dass wir versuchen, vorrangig Winterbier oder Weihnachtsbier in den Märkten auszuwählen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt noch welche gibt. Es ist ja Ende Januar. Wir haben wenigstens noch ein bisschen Schnee. Es sind -3 Grad. Das ist die perfekte Wintermeile. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht. -3 Grad. Schnee am Start, Winterbier gleich am Start, hoffe ich. Gucken wir mal und erstmal Döner essen. Oh mein Gott, der hat noch gar nicht reingebissen und ist jetzt schon am Husten, weil es zu scharf ist. Spaß. Der Nature Boy hat sich nämlich jetzt einen Hotdog geholt. Der hat jetzt früh keinen Hunger und deswegen isst er einfach so einen mega langen, extreme betriebenen Hotdog. Das ist scharf. Das ist extra scharf, passend zum T-Shirt. Und jetzt hat jeder hier einen schönen Lutz-Döner. Die werden wir jetzt naschen. Guten Hunger. Die Döner reinhängen. Oh Gott, ist ja geil. Hier sehen Sie ein wildes Natururin, was gerade die Dönersoße aus dem Bierschanker seinem Gesicht macht und aus den Haaren heraus. Ah, hier ist das. Sollte sauber machen. Da sehen so richtige Dönerhaare. So, der Nature Boy hat sich jetzt noch ein Käffchen geholt. Das sieht ungefähr so aus. Käffchen Tugo, ne? Das ist die Brigitte. Und wir ziehen jetzt los zum... Goldene Meile, um Bier zu trinken. Wir ziehen jetzt los zum Rewe. Und der ist gleich da drüben. Und der Bierschanker muss das Bier auswählen. Mit seinen komischen Latexbeine da. Ey, das ist Winterstrumpfhose. Schreibt es mal in die Kommentare, ob hier, das zählt. Ne? Guck mal, da ist mit Winterschneeflocke. Hey, hätte ich auch sagen können. Ich ziehe Neoprenanzug an. Winterschneeflocke. In der Winter Edition. Yo. So, ich möchte noch mal kurz die Regeln erklären, bevor der Bierschanker reingeht. Das ist der Bierschanker. Das ist der Naturbursche. Bist du jetzt fit? Ich bin noch... Nee. Hilft der Kaffee? Nee. Der Fahrer heute als der Läufer unterwegs. Hm. Und der Ronny! Moin! Hey, Ronny! Nein, also 12 Pubs, 12 Bier und, weil immer die Leute sagen, ey, das ist ja cheaten, der hat einen Radler genommen oder ey, das ist ja cheaten, der hat nur 0,33.
Regeln also heute komplett. Es darf nur richtiges Bier genommen werden. Ob das jetzt Schwarzbier oder Helles oder Weizen oder Pilz oder Export ist komplett egal. Hauptsache nichts, was nur 2,5 hat, weil es ein Radler ist oder gemischt ist, keine Weincocktails und mindestens 0,5 Liter, nicht 0,33 Schöfferrufer Grapefruit, was so schön geprickelt hat in meinem Magen, Bauch. Hey, Anzeige! Und jetzt schick mal die rein. Ja. Die, ja. Hat auch einen Namen, gell? Die sucht jetzt die ersten Biers aus. Und denkt dran, die Naturin-Actionfiguren, jetzt neu, Link in der Beschreibung. So, der Bierschanker ist noch fleißig am Suchen. Wir haben jetzt ein einziges Winterbier haben wir gefunden und das ist dieser Bitburger Winterbock mit 7% helles Bockbier. Aber was haben wir gerade gesagt? Keine 0,33. Da müssen wir uns jetzt entscheiden, Wintermeile oder 0,5er Meile. Aber es gibt ja wahrscheinlich... Gibt's nur zwei Flaschen. Ach so, na dann ist eh egal, weil es sind nur noch zwei Flaschen da. Können wir es auch einfach stehen lassen. Naturbursche tut gerade das Klo bescheißen. Der ist da drin. Man braucht keinen Schlüssel mehr. Das heißt, jetzt kann jeder rein und gucken. So, nachdem der Naturin sich ausgeschissen hat, ist der Hannes jetzt auf die Toilette gerannt. Das verstehe ich nicht. Ich wohne doch einen Meter daneben. Und der Brösel hat so lange schon mal den Würfel ausgepackt. Hier wird jetzt kräftig gewürfelt. Ihr seht es aber nicht. Da liegt eine 4. Da ist. Was ist denn das? Wer macht denn so eine dicke 1? Das ist ja richtig übertrieben. Das ist schon nicht Gegengewicht. Das ist Ozonloch. Guck dir das an. Oh. Ich habe dreimal hintereinander eine 1. Fußball, genau, hier ist das Tor. Da musst du immer nein schießen. Zack. So kann man sich die Zeit ver. Alles gut jetzt? Ja, ich habe Code gemacht. Code gemacht? Ja. Code Yellow. Und kurz mal diese Narschi-Tüte abfüllen. Ach so. Tüte Narschi vom Bierschange. So, es ist jetzt 11.14 Uhr. Wir wollen jetzt das erste Bier aufmachen. Eigentlich wollten wir 10 Uhr das erste Bier aufmachen. Jetzt ist 11.14 Uhr fürs erste Bier. Und der Bierschange hat sich für dieses Budweiser entschieden. Warum? Ja. Budweiser trinkt immer ein Pokémon-Bekannter von mir. Und daher weiß ich, dass es lecker schmeckt. Der Daniel Schilling. Nein. Nicht gut. Nein. So, mach du es mal auf. Ich filme immer denjenigen, der es ausgewählt hat mit dem Öffnen. Woppa. Und dann filmen wir immer noch den Fahrer, wenn das öffnet. Denn der Fahrer, der ist so begabt. Spezial mit. Es sucht sich immer spezielle Vorrichtungen. Oh, und spritzt das ganze Ding an. So, okay. Dann würde ich sagen, Prost, ne? Auch wenn wir es gar nicht aufhaben. Über einer Stunde Verspätung sitzt. Das will ich jetzt aber auch mal probieren. Okay, häng den Nüschel hier ran und dann. Du musst aber an die Kante rangehen und vorne, also. Das ist, was? Musst du mit der anderen Hand machen oder auf die andere Seite gehen, dass das mit der anderen. Ach, ich gehe einfach hier dran. Geh das nicht mit runterdrücken. Ja doch, wenn es eckig genug ist, dann. Dann geht's. Ach, ich lasse es einfach so eine Scheiße da. Nach dem Bier werden 11 weitere Biere getrunken. So, Naturin hat gerade für sich gefilmt, haben auch gerade angeprostet, ne? Fahrerfilm, alle filmen hier, zack, Fahrerflucht, Dings. Jeder, also Hannes alles. Also Hannes trinken nur, ne? Ja. Und wie schmeckt's? Also ich finde, es schmeckt sehr lecker. Wie schmeckt's? Budweiser, ja gut. Wie schmeckt's? Können wir jetzt endlich weitergehen? Wie schmeckt's? Kann man trinken, ich habe gerade Code gemacht in Rewe. Also kann man trinken, das erste fließt sowieso richtig gut und jetzt zugelaufen. Was habt ihr so gute Laune hier, ihr Bärchen? Ja, wieso denn nicht? Also ich habe jetzt so viel Bier getrunken und der Hannes hat sein Bier leer. Wir sind kaum die Treppe oben angekommen, hat er schon seine Flasche wieder in die Ecke geschmissen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Jeder Schritt ohne Bier von Hannes ist tödlich. Das ist wie bei Speed, wenn der Bus unter 50 Kilometer fährt, dann explodiert er. Das ist Sandra Bullock. Das ist kein Obst im Haus, sondern davor. So, wer kennt noch dieses Schild? Bitte nicht füttern. Unsere Tiere können sehr krank werden. Guck mal, wie schön das aussieht hier in dieser eisigen Schneelandschaft in der Mitte. Einfach, ja, man erkennt einfach gar nichts, weil es so weit weg ist. Liegt da halt so Stroh rum. Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Weil da die Tiere sind und fressen und hängen alle irgendwie so zusammengepfercht auf einen so einen Punkt. Die anderen sind irgendwie alle da drüben. Das sieht dann ungefähr so aus.
Und ich werde jetzt auch wieder darüber gehen. Mal kurz schauen. Wir sind nämlich gleich beim Edeka. Der Edeka ist nämlich da oben. Alter, dann hast du auch alle Hände voll zu tun, ne? Und dann ist der Naturbursche dran, das zweite Bier auszuwählen. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Ja. Jetzt eine Rakete rein und hoppa! So, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Naturbursche jetzt da reingeht. Und der darf jetzt das zweite Bier auswählen. Da freut er sich total. Ich hoffe, er nimmt was, was keiner kennt und er auch nicht. Und dann drehen wir alle durch. Hey! Was ist dein Lieblingsbier? Immer noch wie kühler als Saufbier und das ist gutes Bier, ich vergessen. Ja. Sonst, also Wickhühler, Hasseröder, Warsteiner, Krombacher finde ich auch gut. Aber bitte kein Krombacher. Warsteiner. Keine. Bitte kein Warsteiner. Und ansonsten als Genussbier sind meine Lieblingsfavoriten Allgäuer Büblibier, Hackab Schoa Kellerbier. Oder Zellerbier. Zellerbier, okay. Ja. Das ist der Übergang. So. Eins. So. Wir haben hier drei Eier gefunden beim Schwartau Happiness Regal. Das ist sehr schön. Chili-Leberkäse. Jetzt habt ihr mich aber erwischt. Chili-Leberkäse, ja. So, im Edeka gibt es natürlich typisch Winterbier von Schwarzbacher. Das sieht zwar mega billig aus, guckt euch dieses ranzige Etikett an. Und das ist ja eigentlich die Wintermeile. Aber ich kann jetzt schon sagen, Naturin hat den Vogel wieder abgeschossen. Der er lebt noch, der Vogel, ja, aber er wurde abgeschossen. Er hat Warsteiner genommen. Ja, da freust du dich, gell? Das kennt keiner, das ist voll neu und das ist auch winterlich. Das vereint gleich alles, das perfekte Bier. So, Naturin hat jetzt dieses Warsteiner genommen, was ich absolut, das kennt halt jeder, das ist nichts Neues, aber wenn er es gern möchte, dann trinkt man das natürlich auch. Hier ist der Bierschanger. Was ist denn das? Lieblingsgäste, Toilettenpapier für unterwegs. Genau so sieht's aus. Warum hast du dieses Warsteiner genommen? Weil das nussig schmeckt irgendwie. Nussig? Ja, wie, weiß nicht, Haselnuss. Warum hast du nicht einfach Bier und Erdnüsse genommen? Da hast du es bei jedem Bier. Erdnussflöpfe? Ja, weil das ist schon zubereitet. Zubereitet? Du machst. Hoppa! Ich will nicht. Oha! Bierverschüttung. Bierausscheidung. Was passiert jetzt? So, jetzt wäre ich eigentlich bereit für dich. Angst. Weiß nicht, was das ist. Nee, ich weiß nicht, was die das da will. Das ist ein Becher. Partybecher. Stehe ich nicht. Ich hab jetzt Angst. Ach, der Hannes macht auch einfach Bier auf. Jetzt wäre ich bereit für dich und deine Bieröffnung. Warte. Dann tu mal den Becher weg. So, da ist ein Müll. Cookie, der Fahrer, ne? Pass das auf. Bestimmt. Hannes, ich tu mal den Becher in deinen Becher. Genau. Jetzt will ich gucken, ob ich. Das auch hin. Wie machst du? Einfach hinten so und dann runter so? Ich muss anständig festhalten, das ist nicht schlecht. Oh, hoppa! Ey, das ist ja. Da lernst du noch was, ne? Da lernst du noch was. Ich hätte auch bei dir jetzt gepackt. Danke. Oh. Was ist das denn? Wo ist mein Becher hin? Ach, den habe ich was immer gegeben. Was ist das denn schon wieder? Ne, wie sagt ihr immer von der Dominik? Grüner Urin. Was ist das denn? Prost. Robert! Prost! Was Prost? Nee, das schneid mal raus. Hörst du auf zu trinken? Also, das schneid mal raus. Prost! Wir müssen in Natururin da hinten. Jo. Naturbursche! Ja, schaut mal damit mir an. Genau. Huch. Hast du dein Bier schon auf? Nein, ich wollte doch essen Schnaps. Aber du heißt doch Bierschanger. Aber ich wollte doch essen Schnaps trinken. Das schneid mal raus. So, Bierschanger, da du gerade Fettstange isst, die hat nämlich extra Fett dabei und eine Stange. Du hast jetzt das Warsteiner probiert. Wie schmeckt dir das? Sehr nüchtern. Das ist richtig geil. Du hast ja vorher Fett getrunken. Vielleicht deswegen. Wir müssen ja Feedback abgeben, wie die Biers schmecken von den Leuten, die auswählen. Mein selbstgemachtes ist geil. Fußnagelschmalz.
Das ist vor allem mit. Normalerweise. Wie schmeckt dir das Warsteiner? Das ist mit Palmöl. Warsteiner ist mit Palmöl. Nee, das ist mit Hopfenextrakt, deswegen kaufe ich mir das normalerweise nicht. Mit Hopfenextrakt? Wie schmeckt dir das? Das jetzt, wie schmeckt es dir oder nicht? Trinkst du gern Warsteiner? Ich kauf's mir nicht. Ich habe gerade gesagt, ich kauf's mir nicht, weil Hopfenextrakt drin ist. Also, aber ich dachte, trinken kann man. Ist drin? Nö. Ach so, muss ich da jetzt etwas Etikett noch lesen, wenn die weiß, was drin ist? Ja, ja. Hannes, wie schmeckt's dir denn? Vielleicht kriege ich da besser eine Antwort. Warsteiner habe ich früher sehr gern getrunken, mittlerweile aber nicht mehr. Man sieht's. Ja. Nicht mehr, wieso? Ja, weiß nicht, weil ich es irgendwie nicht mehr im Geschmack nicht mehr. Ich habe es anders in Erinnerung vom Geschmack her. Ja, das ist ja auch Natur. Nein. Schmeckt's? Warte, schmeckt's? Ich merke jetzt, weil ich irgendwie auch einen Schluck Pfeffi abbekommen habe, der ist rüber gespritzt. Ja. Ich schmecke nur noch, es ist warm und es ist total schaumig und ich merke überhaupt gar keinen richtigen Biergeschmack. Aber euch geht's gut da hinten, ja? Ja. Euch geht's gut. Hallo. Dürfte ich Sie mal an die Beine tippen? Da ist noch Fettschmalz. Ja, so ist das. Kommt mal nach Hivo, trinkt ein Bier und dann zieht euch nackig aus. Eins nur. So, traditionell müssen wir natürlich auch das Winterpferd auf der Wintermeile filmen mit dem Winterbier, was Warsteiner ist. Denn das ist das wahre Steinpferd. Ha! Der Hannes hat schon wieder leer. Und hier der Paul Heyman packt das rote Handy aus. Dem geht's nicht gut. Die hat schwarze Beine. Damit ist alles gesagt. So eine Turin ist die ganze Zeit am Rumkörpern und Abkacken, dem geht's heute nicht so gut. Ausgerechnet heute geht's ihm nicht so gut. Wir sind jetzt vor Netto. Das ist der Netto. Das ist der Naturbursche. Da ist die Latexfrau. Und der Ronny ist immer noch da. Der Fahrer muss gleich das nächste Bier aussuchen, wenn wir hier diese Warsteiner noch abgegeben haben. Der Fahrer im Netto. Lieferst du auch hier Ware hin, oder? Ich habe mal Pizza ausgefahren hier. Im Netto? Cool. Nee, in der Stadt. Netto hat einen eigenen Pizzalieferanten. Die sind immer auf Abruf, die drücken immer auf den Knopf und dann liefern die Pizza. Und dann sitzen sie wieder den ganzen Tag da, bis einer auf den Knopf drückt. Das gab's damals noch nicht, als ich noch da war. Die 3-Ehren-Bäckerei hatte früher auch mal Bier in der Kühltruhe. Aber nicht hier, sondern da waren die noch unten, wo die erste Filiale war. Okay. Guck mal, ich hab keine Socken. Du hast keine Socken an. Ich bin der richtige. Du hast ja keine Socken an. Die hat kein Höschen an. Doch, hab ich. Hier, guck. Der hat auch immer, na gut, jetzt hat er Socken an. Aber gestern hat er keine Socken im Bett gehabt und die habe ich dann heute früh auf seinen Kopf draufgelegt. Das war auch geil. Cool. Ach, deswegen ist er jetzt krank. Das war das erste Mal, dass wir auf der Goldenen Meile auch Punkte verteilen. Und zwar immer für den letzten Platz, der am längsten gebraucht hat, um das Bier auszutrinken. Beim ersten Bier war das Natururin und beim zweiten Bier ist es auch Natururin. Der hat jetzt schon 2 Punkte gesammelt bei der Goldenen Himbeere. Und Hannes, der hat beim ersten Bier als erstes leer gehabt. Ja. Und beim zweiten Bier auch als erstes leer gehabt. Der sammelt den Goldenen Bierbauch und Natururin die Goldene Himbeere. Und der Bierschanger, naja. Und dann geht's dir wieder schlecht. Dann kotzt er wieder, Jacqueline. Guck, kappala hier. Ja, aber wenn, dann machen wir das alle. Wir sind ja ein Team. Ja, na, ich hab gefragt. Das schneid mal raus. Okay. Das sind die Tricks von der Bianca immer gegen die Kälte. Die schmiert sich alle 5 Minuten immer die Beine ein. Mit dem Schmalz, dass die Kälte abtropft. Das flutscht. Der Hannes hat schon Blut geleckt, guck. Oh, Hannes! Das ist ja wie beim Adi, wenn man so macht. Ja, so Spasten tut er nicht, aber okay. Ja. Sind schon 5? Copyright. Ja. Das ist ja eh dein Pfand. Pfirsich. Das kannst du dir gut merken, denn du bist der Fahrer. Du bist Deutschland, du bist der Fahrer. Sehen, ob ich meinen Kassenbon aus Hoyerswerda hier auch loskriege. Okay. Ist da was, wie viel ist da drauf? 75 Cent. Der Herr, bleiben Sie sofort stehen. Übrigens war das erste Bier das Budweiser und hier gibt es sogar... Scheiße, das ist der falsche Pass. Warte mal. Hier gibt es sogar, jetzt stehen wir richtig. Hier gibt es das Budweiser Dark. Habt ihr das schon mal probiert? Das sieht doch richtig gut aus. Wie Dark, die Serie.
Und wie ihr seht, der Hannes und der Fahrer, die verstehen sich richtig gut. Ja. Ich glaube, der Hannes schläft heute woanders. Nee, ich hab schon angedacht, dass man von dem Bier hier gut furzen kann. Aber ihr schlaft ja alle vier zusammen dann. Nein. Oder nein, halt zu dritt. In einer Wohnung, oder? Ich schlaf extra in einem Zimmer und die drei liegen auf einer Matratze. Sind nur minus 3 Grad, ist egal. Zusammengescheucht. Oder ich merke mir auch. Da muss er immer was Sinnloses jetzt extra mit drauf, Hannes. Das war der Spaß. Oh. Ja, ja. Oha. Ich find's cool. Also, it's cool, man. Das ist der DJ. Ne, wie hieß denn der Typ? Genau, so war er. Ja, eigentlich müsstest du es erstmal sagen. Wir waren jetzt also hier kurz im Netto und das ist jetzt hier das. Stimmt, ich muss ja das. Wir waren jetzt im Netto. Das ist das Apolda Air. Wie spricht man das aus? Apolda, ja. Apolda. Die Stadt heißt Apolda. Da habe ich übrigens auch schon mal ein Video gedreht. Warum machen die da ER hinten dran? Da reicht doch einfach Apolda. Ja, das heißt aber Apoldara. Apoldara. Eigentlich müsste man Apoldara irgendwie dann noch hinschreiben. Apoldara innen. Jetzt mittlerweile durch die Genderierung. Das ist Apoldara innen. Glockenpilz. Das habe ich noch nie getrunken, deswegen freue ich mich, dass der Herr wenigstens mal ein neues Bier geholt hat. Ja. Und der will das jetzt auch, weil er ist ja dran. Und der dran ist, macht immer auf. Und dann filmen wir immer noch den Fahrer, wie er eins aufmacht. Genau. Ja, toll. Und jetzt? Mein Autofokus ist auch weggerannt. Egal. Jetzt probieren wir das auch mal. Noch eins aufmachen. Genau. Jetzt muss der Fahrer das jetzt hier. Macht das dann jetzt immer nach? Scheiße, ich komme noch gar nicht dahin. Da könnte man jetzt den Mund dranhängen, aber wir sind ja nicht so. Und jetzt kommt der Fahrer. Das ist der Bianca, ihr Bier jetzt. Ja. Und der Fahrer. Bianca, willst du ein Bier? Sag schon auf. Jetzt hast du das jetzt gefilmt, wie ich das gefilmt habe? Ich hab gefilmt, dran. Wie du gefilmt hast. Was? Gefilmt? Ja, du hast halt Gefühl in den Hennes, ne? Im Hannes. Genau. Seitdem ihr da drin so intim getalkt habt, hast du Gefühl im Hennes. Im Hannes. Guck mal, die sind sogar beide bei mir synchron. Schön. Der ging in die Schnauze, guck. Der ging ja gar nicht. No. Weißt du was? Da gehe ich jetzt hier rüber und film noch, wie der Film, wie er sein Bier aufmacht, damit ich das auch noch drauf hab. Jetzt, wo hier alles voll ist. Guckt euch die Wurstfinger an. Das ist hier der unglaubliche Alk. Oh, der ist auch hier geprost. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, ist eine Turin, sein Bierkorken. Ob der zurückkommt? So, der Bierschanker, der hat jetzt noch eine Tüte Elefanten gekauft. Mit Tomaten und Herbst, ne? Achso, das steht da drauf. Rüssel in Scheiben, oder? Tomaten, Herbst, Rüsselscheiben, genau. Der Naturbursche, der guckt sich schon wieder selber an im Handy. Der steht immer hier und du hörst nur noch Hirscha! Obwohl er gar nichts macht, kommt der Sound aus dem Handy. Und dieses, achso, wie schmeckt dir das Apolda eher innen? Ich kenn's ja, schmeckt eigentlich okay. Es ist auf jeden Fall okay, dünn. Hier? Es schmeckt sehr dünn. Hannes ist schon fertig. Ja, also, Hannes, wie schmeckt's dir? Ist höfig, ist schnell runtergegangen. Das ist, da hast du die Glocke am Pilz. Genau. Wie schmeckt's dir? Wie schmeckt's dir? Du müsstest jetzt den Daumen nach unten machen. Das würde gut aussehen. Ich würde sagen, ist okay. Ist okay. Kann man gut trinken. Kann man irgendwas denn nicht trinken? Das ist die Frage. Ja, schon. Wenn das irgendwie so ein, ich bin zum Beispiel kein Fan von Schwarzbier oder Wind oder Bock oder so. Kein Schwarz? Da hätte man das Budweiser Dark holen müssen. Ah. Nee. Bin nicht so der Fan von dunkles Bier. Der nächste Laden ist halt gefühlt einfach nur... Ja, nee. Das Weiße Haus ist schon der nächste Laden, könnte man sagen. Und deswegen müssen wir jetzt leider hier schneller trinken. Hannes hat schon wieder den Punkt für den Ersten, der geleert hat. Mal gucken, wer der Letzte ist. Ich kann sagen, kann man trinken. Mehr kann ich nicht sagen. Nee, eigentlich sind wir vom Rewe runtergelaufen und hatten da eigentlich schon keinen Bock mehr. Tomaten und Herbst. Ey, das schmeckt ja voll gut. Das schmeckt ja wie Nudeln mit Tomatensauce einfach. In Keksform. Richtig genial. So, mal ein kleines Resümee, was auch immer das Wort bedeutet. Der Hannes war der Erste, der leer hatte. Slayer hatte. Der hatte Slayer gehört in seinem... Dann hat der Ramses Slayer gehört. Genau. So wie es aussieht, ist der Fahrer jetzt nicht mehr fahrtauglich. Der Bierschanger versüßt sich das Leben mit Herbst.
Der erste Punkt geht also wieder an ihn für der dickste mit dem Bier, der goldene Bierbauch. Ah, ich hab schon fast leer. Die goldene Himbeere geht an der Turin. Dem geht's wirklich nicht gut. Gebt dem Mann Hilfe. Spendet jetzt in den Kommentaren euren Trost. Denn wir stehen schon vorm Lidl. Müssen da jetzt rein. Oh Mann, wie spät der vierte leert das vierte. Der vierte. Achso, warte mal. Jetzt ist es 12:41. Genau. Wir haben es eben verschissen, als wir aufgemacht haben. Wir haben das drüber gehabt, sind raus und haben es schon wieder vergessen. Also eigentlich wollen wir, wenn wir das Bier öffnen, sagen, wie spät es gerade ist. Also das ist eigentlich seit der ersten Zeit. Jetzt haben wir gesagt, wie spät es ist, obwohl wir gerade gar keins aufmachen. Obwohl es schon leer ist. Ja. Wie spät war es denn ungefähr am Edeka? 11:30 höchstens. Das erste war wann? 11:11 waren wir noch drin und haben gewürfelt. 11:11 haben wir noch gesagt, hello! Da war er noch scheißen. Dann war, genau, das gehört dazu. Hello! Und dann 11:30 und dann, ich hab keine Ahnung, was wie. Das ganze Rätsel gebacken. Ganz doll aus dem Rechtum rausgeschoben. Wie spät ist es jetzt? 12:41. Also wir sind schon viel zu lange unterwegs. Sagen wir mal, 12:30 haben wir das aufgebracht, jetzt ist es 12:40. Wir sind beim Lidl und das Gute ist traditionell immer Lidl, die vierte Station. Ich habe es bisher immer geschafft, mich als viertes reinzuschmuggeln, dass ich als viertes auswählen kann. Und immer im Lidl habe ich das Perlenbacher Strong genommen. Ich guck mal, ob es Winterbier gibt. Und wenn es kein Winterbier gibt, würde ich wahrscheinlich wieder Perlenbacher Strong nehmen. In der Dose mit 7,9. Aber wir gucken gleich mal rein. Nach dem fünften Bier kann ich auch nicht mehr fertig sind. Ich bleib draußen und passe auf die Flaschen. Warum? Weil wir die nicht mit reinnehmen können. Hannes, nicht, oder? Mach jetzt keine Faxen. Und du willst die mitnehmen. Gestern hast du Faxe gehabt. Denke, heute nicht. Die kann man immer mit angeben, sagen, in der Schule. Guck mal, ich hab hier meine Brotbüchse dabei, oder was? Geh halt einfach schnell rein und hol die drei Strong Bier. Sechs meine ich fünf. 3, 6, 5. So viel habe ich nicht, da kann ich dich gar nicht tragen. Schön. Hol einfach alle. Ich muss hier gucken, ob hier die Hummelsachen sind. Ich hol Faxen, dann wie Mom Rewe. Der Changi muss auch scheiße. Rein. Scheiße, du hättest schnell reingehen, ein Bier holen müssen und dann ist mal weitergehen. Jetzt geht die da auch wieder mit rein und kaufen. Ja, komm. Oh, jetzt geht die wieder mit rein und nimmt wieder den halben Laden mit, ne? Erstmal noch Kekse backen oder so. Herr Brösel hat gerade was Geniales entdeckt. Wenn ihr in Lidl reingeht, dann stehen hier einfach Tassen. Nehmen wir die mit. Guck mal, zum Mitnehmen. Teller, Tassen. Der Brösel kam gerade raus, hat gesagt, seinen nächsten grünen trinkt er aus der Tasse, die gibt's zum Verschenken. Ja, die hier. Das heißt, boah, komm, die hier, das sind doch hier die aus. Ach du, was ja, keine ist das denn? So ein Bissbock. Ja, lass mal die Sperrmüllhandlerin. Ja, das ist egal. Ich glaube, die wollen schon wieder grün trinken, also. Wollen nicht, aber wenn dann mit Stil so. Wollen nicht, aber jetzt müssen sie, weil jetzt sind die Tassen am Start. Das heißt, ich jetzt. Grünen bitte. Dieses wie Hühner. Kennt ihr Hühnergeräusche? Original. Ja, dein Grünen bitte. Ja. Die sucht noch ihren Grünen. Warte. In England hat man Tea Time. Tea Time. Warte mal, ist die auch sauber? Ja, mir wurscht. Also der Turin, ich kann dich voll und ganz verstehen. Bei solchen Bekleidungen wäre mir auch schlecht, ne? Das ist ja gar nicht mehr zum Aushalten. Guck doch mal, die Zinerale aus der Klapse hier, du. Tea Time! Ich möchte auch Tea Time. Das ist der Fahrer. Das ist der Schanga. Und das ist der Ronny! Hey, Ronny! Danke fürs Teamwork. So, das ist der Schnee. Und das ist die Schneehöhle von Team Gelb, wie man sieht. Da ist der Eingang. Da kann man rein, da ist es auch noch warm. So, jetzt bin ich hier irgendwie im Lidl angekommen. Die Gruppe hat sich getrennt, weil alle so lustig drauf sind, dass sie sich jetzt getrennt haben. Und ihr habt hier voll die Auswahl. Ihr habt hier Perlenbacher Gold, Perlenbacher Pilz, Perlenbacher Radler, alkoholfrei, Radler normal, Hefeweizen, Perlenbacher Original, alkoholfrei, Perlenbacher Dosen, alkoholfrei, Perlenbacher Naturradler. Den Rest will ich gar nicht vorlesen, denn ihr wisst ja, Ramses, Lidl, Nummer 4, ich habe die Auswahl und nehme natürlich Perlenbacher Strong 7,9. Davon 5 Stück für jeden Ace, aber natürlich nur, weil es kein Winterbier gibt. Also, ich sehe zumindest keins.
Das ist eigentlich die Wintermeile mit Winterbier, kurzen Hosen und Schnee und Minusgraden, aber ich sehe kein Winterbier, deswegen muss ich natürlich Perlenbacher Strong nehmen. Also aus Traditionsgründen. So, jetzt sehe ich die offiziellen Bankräuber in Aktion. Guck mal, das ist der Bierschanker hat die Idee gehabt. Er zieht sich einfach aus. Eine verschimmelte Drecksau. Mit einem Gehirn, wo ganz viel Schimmel, Pilze dran weggewachsen. Ja doch, guck. So, der Bierschanker hat die Idee gehabt. Der wird ja in letzter Zeit immer in Fachkreisen als die Stripperin bezeichnet, weil die geht immer, nachts zieht die sich immer so aus und dann, obwohl sie nichts mehr anhat, geht die dann erst aus dem Zimmer. Dann sagt sie, ja, ich hatte ja noch was an. Und dann geht die immer duschen, kommt wieder rein und sagt, ach, ich habe meinen Schlüpfer vergessen, den muss ich ja noch anziehen. Und na, jetzt hat die gedacht, ich erreiche eine neue Stufe der Sexualität. Ich gehe in den Lidl rein, stelle meine Sachen ab, strippe im Lidl, ziehe mich aus und ziehe einfach die Sachen an, die in den Regalen liegen, wie diesen Hummelspullover. Und als ob das nicht reicht, hat sie ihm den Auftrag gegeben, guck mal, ob es noch Hummels-Leggings gibt. Ach nee, warte, da sind Hummels-Leggings. Jetzt ziehst du also gleich die Hose aus in den Schlüpfer. Nein, das mache ich auf gut Glück jetzt. Auf gut Glück, also über den Kopf oder was? Na, es könnte eng werden. Wenn ihr nicht wisst, was Hummels-Leggings sind, das ist das, was immer so zwischen den Beinen sticht. M muss passen. M sticht noch mehr. M. Nehm mal S für Stechen. M, Schatzi, einmal halten. Schatzi, Du warst früher mal ein Naturin, jetzt bist du Schatzi-Boy. Aber nur meiner. Ich bin immer noch ein Naturin. Du bist immer noch eine verschmierte, verschissene Bazille. Ja. Guck. Ich bin ihre Mistgabe. Ihre Mistgabe. Ja. Da gibt's ordentlich Scheiß zu schaufeln. Komm. Ja. Spaß. Hummels. Bei ihm in Bremen gab es das gar nicht. Ja, also deswegen habe ich ja darauf gehofft, dass es das hier gibt. Nein. Doch, gibt's ja jetzt. So, der Bierschanker. Oh, hey, ja. Moment. Ich korrigiere die Stripperin. So, weiter geht's. Ja. So, mein Handschuh ist zu langsam. Ja. Ich dachte, du hast das gekauft, um es drüber zu ziehen, weil dir so kalt ist. Nein. Dabei wechselt sie die Klamotten. Ja, ich muss mich einmal chameleonmäßig wie Kecleon. Hummelmäßig. Hummelmäßig. Ja. Das ist die Kleidung, die sticht. In Größe S. Nein, L. L. Bist du dicker geworden? Vorhin war es noch M. Oder als ich, dabei war, war es noch die M. Ich bin raus. Nein, schnell. Jetzt ist es die L. Willst du die Leggings auch noch anziehen? Vielleicht später. Das ist Regelverstoß. Das war eine Fangfrage. Mann, ey, die fällt immer drauf rein. Schatzi. Na, Schatzi. Babymaus. Guck mal, die zwei sind schon total in ihrem eigenen... Ich bin ein Katastrophengesicht. Katastrophengesicht. Guck mal, wie der filmt. Das ist behind the scenes. Und wir beide machen eine Challenge, wer als erstes das Bier ausdrinkt. Aber nicht beim Faxe 10. Doch. Das ist Hannes sein Bart. Genau. Eine persönliche Challenge. Hannes ist jetzt dran und Hannes hat die glorreiche Idee. Also wir müssen ja jetzt das Strong Bier hier öffnen. Dann holen wir raus. Dort drüben ist schon der Rewe und der Hannes möchte dort einen Faxe holen. Pass auf, ich habe noch einen Bonbon. Dort geht's irgendwie der Weg, der da hochgeht auf die Straße, ist glatt. Also es kann passieren, dass man da noch was Lustiges sieht. Ich glaube es aber nicht. Aber. Das glaube ich nicht. Das Lustige hat man auch schon alles gesehen hier. Wenn ihr was Lustiges sehen wollt, guckt bei der Fahrer mal auf das Video. Das ist bestimmt unten verlinkt. Nature Boy Science ist auch verlinkt. Und der Hannes ist verlinkt mit seinem... Oh, da müssen wir weg. Da nun, dann filmt schon. Ja. Der Hackelschorsch. Ich hab mein Hummelspullover. Du musst als erstes aufmachen. Ja, kann ich doch. Jungs, aufpassen. So, ich bin der Ramses und was die anderen sind, das weiß ich noch nicht genau. Das ist hier die Tomaten im Herbst. Ich hab das Perlenbacher Strong genommen, weil es kein Winterbier gab und weil das Design ist das beste Design, was ich je vom Perlenbacher gesehen habe. Das hat 7,9%, das zippelt in der Bürsch. Was machst du da schon wieder? Na warte. Und das möchten wir jetzt mal aufmachen. Hannes, so. Weil der das Bier ausgewählt hat, muss es ja immer öffnen.
Warum hast du das Bier ausgewählt? Ja, das immer mal. Das hab ich doch gerade erzählt. Die hört nicht zu. Sauf mal lieber noch ein Pfeffi oder was. Und der zweite, der öffnet, muss immer der Brösel sein, weil der macht es ja immer ganz speziell auf. Bin ich mal gespannt, wie du das machst, wenn es eine Dose ist. Ich mach's auf jeden Fall ohne Handschuhe, warte. Ohne Handschuhe? Das ist ja sehr speziell. Ich wollte ja nicht cheaten, weil sonst fällt es mir nämlich runter. Oh, das Bier, das ist schön warm. Hoppa, ja, jetzt hatte ich auch. Prost. Prost, Prost ja. Hannes. Bros, 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 Bierschanga. Mit neuen Hummelspullover. Prost, Hummels. Oh, Scheibfutter. Ameise, Ruheameise. Prost, Natururin. Scheiße, Bros, wieder. So, Prost. Und jetzt haben wir gefühlt für Bianca Info 3 Minuten Zeit, das auszudringen, dann ist der nächste Laden. Scheiße. Ich muss vor meine Orthopädie nochmal kurz. Also ganz klar, du musst kurzen. Ich muss kurz vor meine Orthopädie anrufen. Ja, Sturm hier. Ich mag keinen. Hannes hat schon wieder leer. Das gibt's doch nicht. Ach, du hast gerade Hannes hat schon wieder leer. Das ist nicht sein Ernst. Was? Das kann man sogar trinken. Das ist aller. Der Fahrer hat den Punkt für das erste Bier. Nee. Hannes, also, Hannes ist auch. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich muss erstmal aufs Klo, sonst kann ich nicht trinken. Was wir vergessen haben zu sagen, es ist jetzt 13.13 Uhr und das ist das vierte Bier. My name is Johnny Knoxville und das ist der Fahrer. Der Fahrer. Der Fahrer Jack ist mit dem Bierschanger. Mit neuem Hummels, Pullover. Mit dem Hummels, was sticht. Ohne, da ist gefehltes S, die haben dich beschissen. Mit Ronny! Ronny ist auch wieder da. Das ist der Biergarten im Winter, so sieht er aus. Und der Natururin, der macht gerade da Urinstrahl gegen die Packstation. Und dann, oh, da steigt jemand aus, jetzt schnell weg. Sag mal, und wie schmeckt dir jetzt das Perlenbacher Ultra Strong? Ich muss sagen, ja, dafür, dass es 7,9% hat. Ist es sehr süffig? Ich mag kein Starkbier eigentlich. Doch, aber jetzt schon. Aber ich muss sagen, das kann man doch eigentlich ganz gut trinken. Und sieht gut aus, ne? Extrem gezuckert. Sieht wunderbar aus. Hat die passenden Farben, ne? Ich möchte das eigentlich gar nicht trinken. Was ist denn mit dir? Zutatenwasser gestern mal, okay. Wie schmeckt's dir? Dezente, bittere, sehr vollmundig, malzige Note. Nicht vorlesen, wie schmeckt's dir? Es ist wirklich, also für 7,9 sehr mild. Würde ich jetzt aber nicht zu meinen Lieblingsbieren tendieren. Also gerne wieder. Wie schmeckt es dir? Also ja, ich hätte gerne ein dünneres Bier, aber es geht schon. Ich bin da auch drauf vorbereitet gewesen. Und deswegen wusste ich schon, was ich mich einlasse. Er wartet schon aufs nächste hier. Der flungert schon wieder. Ich hab Durst. Oh, der hitzt schon wieder. Der hitzt. Oh, laut. Wir laufen jetzt es geht runter wie nichts wie Butter. Seht ihr? Ja. Seins ist fast leer, deswegen ist er jetzt traurig. Ja. So gut schmeckt dieses Bier. Ja, wie schmeckt's dir? Hervorragend. Was? Das Bier schmeckt hervorragend. Das hier? Ach, du hast 2 getrunken. Yo. Dem schmeckt so gut. Ja. Der hat gleich 2 getrunken. Der hat also gleich 15,8. Hatte Hannes. Interessant ist immer der Aufstieg hier. Hoch zur Straße in der Winter Edition. Ja toll, jetzt filmt er hinter mir, wenn einer hinfällt. Was ist hier? Stau. Guck mal da. Das kommt nichts. Der Film. Da muss ich mich selbst erst noch mal überzeugen. Da kommt noch einer. Ah! Ah! So. Das war knapp jetzt. Hannes, ruhige dich. Es gibt doch gleich deinen Faxe. Hält meine Tasche? Ja, die hält. Ja, wirklich? Was sie verspricht. Guck. Hoffentlich. Soll ich dir ein bisschen Bier reinfüllen? Jetzt ist der Plan, wir sind gar nicht einmal ganz durch. Der fünfte fehlt. Der letzte, der noch nicht gewählt hat, ist der Hannes. Und weil wir jetzt zum Rewe-Sender laufen, was hier oben ist, ist der Hannes dran, wählt ein Bier. Weil der Weg zum Kaufland aber so weit ist, wählt der Erste, der Bierschanger, auch ein Bier. Echt? Es werden also 2 Biers mitgenommen. Hannes Bier wird von hier bis zum Markt getrunken und vom Markt bis zum Kaufland wird Bierschangers Bier getrunken. Aha.
Mit Jinaya damals haben wir nur eins mitgenommen und haben dann auf dem Markt beim Abo-Döner Bier geholt. Die hatten aber nur Hasseröder. Das ist ja keine Auswahl und deswegen... Wenn die Dose leer wäre, würde ich sie jetzt werfen. Aber ist noch was drin. Deswegen haben wir dann eingeführt, dass im Rewe gibt es viel Auswahl, viele Biers. Man lieber zwei hier mitnimmt und dann auf dem Markt das andere noch trinkt, bevor man an Hasseröder gebunden ist. Was ist widerlich? Und heute ist immer noch nicht mein Tag zum viel Bier trinken. Na doch, guck. Bist du bis jetzt dabei? Ja, bis jetzt, ja. Jetzt schnell austrinken. Da ist der Fahrer und der Hannes. Das ist noch Sperlenbacher Strong. 7,9. So, aus Tradition, wie immer, Rewe mit dem Schild. Besser wäre 24. Hier das Smiley und dann ihr stinkt alle. Wenn wir uns mal umschauen, ist gar keiner da. Die stehen nämlich alle da vorne. Das heißt, niemand stinkt außer mir. Und jetzt holt der Hannes Bier. Mach mal eine Einführung, Hannes. Einführung. Eine Einführung. Wer weiß die Uhrzeit noch von vorhin? 13.13 Uhr. Und jetzt ist bestimmt 16 Uhr. Ihr habt also eine halbe Stunde jetzt draußen rumgeaffelt. Au! Au! Da unten! So, auf der Suche nach Winterbier im Rewe, im oberen Rewe, haben wir dieses Estrella Galicia gesehen. Das kenne ich nicht, das sind aber nur 0,3. Du hast gesagt, denn schon wieder? Das dritte Winterbier, Bock. Ach Scheiße! Da ist auch eine das Winterbier-Box als Bonus. Es gibt sogar ein Sixpack mit 5 Flaschen. Dahinter steht aber noch eins mit 6. Das sind sogar 5 Flaschen, ein Sixpack mit 5. So ist original. Und der Hannes übertreibt es jetzt, weil der Hannes dafür auswählen, der Hannes nimmt Faxe. Ja. Ein Liter Faxe, zack. Wir haben gesagt, Regeln sind mindestens 0,5. Hat er gemacht. Bianca hat auch schon ausgewählt. Sie hat jetzt hier dieses Schokolade-Karamell. Komm, wir gehen zur Kasse. Oh nein, mein Ei! Du musst doch was sagen. Aber wenn er so... Bonusbier? 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 Da vorne ist Bonusbier. Ja. Das hier, das ist das nächste Bier, was wir saufen. Genau, mach mal das Five-Pack aus. Regulär, Bianca. Ach, hier Scheiße. Lang. Fünfte. Auf Bier oder so. Wie spät ist es? Zu spät. 13.13 Uhr waren wir hier. Uhrzeit ist. Und dann haben die da rumoxidiert. Es ist 14 Uhr. Kann ich jetzt anzünden? 14.05 Uhr. Wir haben fast eine Stunde hier rumgegaunert. Du war. Alter, was ist denn mit dir nicht noch verkehrt? Das ist ja richtig. Der Hannes hat Durst. Jetzt fünfmal Faxe mitgenommen. Und ja. Warum? Warum hast du Faxe genommen? Dass sie schön besoffen werden und dann nochmal Spaß haben. Das ist jetzt schon drin. So. Der Rest ist egal. Deine Natur. Dein sieht schöner aus auf der Kamera, muss ich schon sagen. Dein Bild ist extravagant. Ramon, du bist dran. Ach so, muss ich jetzt auch noch meinen Fingernagel abreißen. Jo. Ja, klar. So, können wir jetzt alle endlich trinken? Dein ja, kocht über. Alle was endlich trinken. Mann, ey, muss ich jetzt sehen, den Lörres nehmen. So, Prost! Was war das? Was ist jetzt passiert? Oh, jetzt habe ich mein Handy voll. Ich habe mein Handy voll gespuckt beim Sprechen. Aber was immer noch hier ist, was es immer noch gibt, was damals schon richtig genial war, das hier. Hey, wieso knickt denn das jetzt und bricht? Das war doch immer so flexibel. Mein Rucksack vielleicht wegnehmen. Nee, das ist ja scheiße, das macht ja gar nichts mehr. So. Ist zu kalt. Ist zu kalt. So, wir haben jetzt hier das Faxe vom Hannes
Wie schmeckt dir das Faxe vom Hannes? Ich habe gerade daneben getrunken. Es schmeckt auf jeden Fall wie Bier ohne Hopfenextrakt. Jetzt fängt er schon wieder an mit der Wissenschaft. Warte mal, der Hintergrund ist zu hell, man sieht mich kaum. Ach, du guckst da. Jetzt sehe ich aus wie ein Mondgesicht, jetzt muss ich wieder ins... ja, schmeckt okay, also man kennt es ja, schmeckt okay. Man kann es trinken. Wir können auch einen Podcast draus machen, ohne Bild, dass man nur den Ton hört, wenn dich das Bild stört. Dein Akku ist fast leer, glaube ich. Genau. Wie hat dir das Faxe geschmeckt, Mondgesicht? Das Faxe schmeckt mir immer noch sehr gut. 5-0 und man merkt nicht, dass es 5-0 ist. Hey, wieso hast du denn geheult, als es ausgewählt hat, wenn es dir so gut schmeckt? Weil er so viel ist. Ja, da hast du halt länger was davon. So, wie schmeckt dir das Faxe? Hervorragend. Warum hast du das gewählt? Weil es kein 10-0er gegeben hat. Ronny! Ja! Schmeckt dir auch das Faxe? Ja. Ach Mann. Da muss ich schon wieder anfangen zu weinen, wenn ich das sehe. Nicht mein Biertag. Doch, das ist heute. Der tut immer nur so, wenn die Kamera aus ist, der fliegt hier rum. Ich sag's euch, der macht hier Rückwärtsformation durch den Saldo, durch den Reifen. Also ich finde, das kann man trinken, aber nicht in der Gesellschaft. Wie Sie sehen, ist das der Naturin, auch genannt der Naturbursche. Das ist der Fahrer. Da sehen Sie den Hannes in freier Natur. Da kommt ein Geschoss angefahren. Das ist ja richtig, das zerteilt sich ja wie der Mann aus Mexiko. Der Daumen ist auch oben. Das ist wunderbar. Wenn Sie gern da noch eine Episode von sehen wollen, schreiben Sie es in die Kommentare. Wir haben immer noch das Faxe. Ich wäre ein Gehirnabfall. Also ich habe Schimmelpilze im Gehirn drin, das ist geil. Heißt das jetzt, dir geht's besser oder was? Naja. Du bist eine Bazilla, bist du. Das klingt immer so, als würde man mich beleidigen. Du Bazilla, du. Die macht schon wieder Striptease. Guck, dann bin ich aber... Die tanzt an der Stange. Die Frau braucht Aufmerksamkeit. Wenn ihr das auch braucht, schreibt es mal in die Kommentare und kauft euch Hummels. Jetzt neu. Herr Brösel, macht den Elfmeter und... Achtung! Hey, habt ihr das gesehen? Mein Bier, nicht der mein Was ist mit dem Bier? Kann ich das auch? Scheiße, das sah gar nicht so gut aus. Hannes, jetzt bin ich nass. Mann! Der Hannes macht, du musst immer übertreiben. Wie der Homer mit dem Salzstreuer. Die versucht schon wieder ihr Bier zu verkippen. Ich wollte es gar nicht. Die rennt hier nur rum, dass das Bier rausfliegt. Guck. Hannes. Fertig. Fertig? Fertig. Aber hier. Wir sind jetzt hier beim Naturin, seinem nächsten Tarpplatz. Eigentlich sind wir hier im Kreisverkehr von Hildburghausen. Das sieht so aus. Hier drumherum ist der Kreisverkehr. Wir sind hier in der Mitte, ne? Das sieht richtig genial aus. Hier kannst du einfach einen Grill reinstellen, Grillrost. Hier kannst du hier einen Tarp aufstellen. Hier kannst du einen Adlerson reinlegen und dann kannst du dich hier drauflegen. Und dann freuen die sich richtig genial. Der Hannes hat wieder den Punkt fürs erste Bier. Ja, den möchte ich aber nicht wieder haben. Mal gucken, wer der Letzte wird. Mit Lavendel. Was ist das? Lavendel. Woran erkennst du das? Das ist Lavendel hier. Warum? Habe ich auch im Garten. Schmeckt das gut? Nee, aber es hält die Mücken ab. Schmeckt nicht, aber hält die Mücken doch, ab. Ja, doch, Lavendel ist in Gewürzkräuter der Provence mit drin. Das ist Lavendel, riech mal. Lavendel. Riecht nach deinen rauchigen Fingern, aber trotzdem, das ist Lavendel. Wir vertrauen der Fachfrau. Ja, ist Lavendel. Es schmeckt. Ist Lavendel. Ja, der Hannes ist schon wieder overdosed und deswegen hat er den ganzen Unkraut hier weggenascht. Guck mal, das ist normalerweise ein Springbrunnen. Da läuft die Suppe über die Statue drüber, runter in die Hose. Und jetzt ist alles gefroren. Weil es ist Winter. Das heißt, es ist noch Eis dran. Guck sie dir an. Eismann. Da, guck. Hier warm. Das ist warm. Das ist warm. Mein Sohn ist noch down. Adi Schatz. Und hier der Fahrer. Ich bin der Fahrer. Das ist der Hannes. Hallo. Der Hannes hat sein Bier schon leer und ist noch nicht. Ja, ich bin schon leer.
Und das ist schon so. Du kannst nicht mehr. Am Dino müssen wir das nächste aufmachen. Guck mal, die fressen sich schon. Dann ist halt das nächste schon wieder ausgepackt. Ja. Ah! Ewe! Ekelhaft. Nur mal ganz kurz. Das ist mein Guder. Kennt ihr den? Müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Mein Guder, ne? Oder mein Guder Meme. Ich wusste nie, was das ist. Und dann habe ich es gesehen bei YouTube. Mein Guder, ne? Das bin aber nicht ich. Ne? Nee, das wäre sonst der Fahrer. Ich bin der Fahrer. Aber das ist mein Guder. Das war so, und da waren die aus so einem Fest und da hat einer so gegrillt und dann kam der so angelaufen. Mein Guder! Bla 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 bla. Und dann haben die das Bild von dem, wie der so geguckt hat, mit dem Satz mein Guder, einfach als Sticker reingehauen. Das war's, mein Guder. Ach Scheiße. Jetzt ist vorbei, mein Guder. Kennt ihr mein Guder? Das Meme! Ich wusste bis jetzt nicht, mittlerweile habe ich es kennengelernt. Mein Guder. Wir sind jetzt am Pisse-Dino angekommen. Der Pisse-Dino aus Pasadena. Guck, die rennt schon wieder rum, macht Faxen. Das ist der Nature Boy Ric Flair. Das ist der Ronny! Was wolltest du sagen? Ich bin ein Tausendfüßler-Gesicht. Also, du bist der Human Centipede. Also mein Gehirn besteht auf Arschtrommel. Jetzt haben wir nicht erwischt. Ja. Gut, ja. Ich zünde jetzt mein Bier an. Nee, die Bianca hat dieses Holsten-Bernstein-Lager ausgewählt. Oder wie der Pierre gesagt hat, Holstein-Bernstein. Jetzt müssen wir mal die alte Madruschka fragen. Moment. Yeah. Können wir jetzt das Bier anzünden? Hast du dieses Bier ausgewählt? Also ich habe das Bier ausgewählt, weil hier hinten drauf steht mit Karamellnote und ich liebe Karamell und deswegen habe ich das ausgewählt. Karamell. Dann ja. Mach mal jetzt ein schäbiges, dreckiges, ja, weil das auch. Ich habe gerade hier auf diesem tollen Chamäleon ein Feuerzeug gefunden. Hier zeigt ist das denn der Tourin? Weiß ich nicht so genau. Weil du da drauf sitzt, frage ich gerade. So, jetzt nochmal. Da möchte ich jetzt keinen Kommentar zu abgeben. Also, ich habe das Feuerzeug hier gerade gefunden auf diesem Chamäleon. Da ist Aids dran. Jetzt nein, das glaube ich nicht. Und damit mache ich auf. So, warte. Super! Jeppa. Jetzt müssen wir noch den Fahrer filmen, wie der sein Bier aufmacht. An was? Jetzt habe ich erstmal ein schönes Bild gemacht. Super! Das ist aber wirklich noch schöner, siehst nur du selber aus. Das kann gar nicht sein. Also, ich kann das nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Und wo das kommt noch. Wo möchte der Fahrer jetzt sein Bier aufmachen? Ich habe noch 8% unten. Ist das gar nicht mal so. Ah, der Schwanz ist eckig. Hier sind Geländer. Der Schwanz hinter mir ist eckig. Und Zeug ist auch da. Opa. Mülleimer. Am Mülleimer? Ja, am Mülleimer geht. Er versucht am Mülleimer. Das klappt immer. Geht es auch mit einer Hand? Ja, theoretisch. Wenn ich das hier so ansetze und dann einfach nur mach. Das geht natürlich mit. Hoppa! Ey, ich lerne so vom Fahrer. Aber du musst den Kronkorken noch aufheben. Ja, das muss ich nicht. Dann nicht. Ich bin ja nicht der Fahrer, ich bin der Umweltvergewaltiger. So! Wir sind jetzt hier vor der alten Schwane oder wie das heißt. Eigentlich müssen wir bis zum Kaufland eingedeckt sein, aber. Die Jungs und Mädels haben ein Pisse-Dino so schnell getrunken, dass wir jetzt Zeit haben für ein Bitburger Winterbock Bonusbier. Genau. Mit 7%. Also ein Bonusbier. Quasi wie eins. Und weil es ein Bonusbier ist, ist das auch nur 0,3 statt 0,5. Wollen wir das hier an den Tür? Ich... Ja, komm, probier gleich komm, mal hier. Oh. Hoppa, das ist wunderbar. Scheiße, das ist das Falsche. Hier ein Bonusbier für dich. Hier, bitte filmen. Oh Gott. Das sieht warte. Aus, als hätte ich mir geschaut mit dem Haufen. Ah, geschafft noch. Ich hab's geschafft. Was tut er? Ein Bonusbier für dich. Dankeschön. Normalerweise hätten wir Bier bis zum Kaufland, aber ihr trinkt so schnell. Nachdem ihr langsam getrunken habt. Oh, geil! Dass wir noch Bonusbier einfüllen können. So, das ist auf wie beim Brösel. Einfach weggesäppt.
Hannes, du bist doch dran. Magst du noch dein Bier aufmachen? Hast jetzt die Tür eingetreten? Halt mein Bier. Hier ist noch ein Bier für dich. Magst du noch fix aufmachen? Das ist Bonusbier. Das Bonusbier. Bis zum Kaufland. Warte mal. Das ist das gute Bitburger Winterbock. Mit 7%. Hört sich gut an. Und wie schmeckt's? Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja. Und wie schmeckt's? Das Winterbier. Naja. Was? Es ist etwas bitter. Finde ich. Etwas bitter. Das schmeckt so, wie müssen jetzt langsamer los. Warte. Ich will ja keinen Stress machen. Hat ein bisschen Eukalyptusgeschmack. Ich will keinen Stress machen. Hallo, kleiner Koala-Bär, wie schmeckt's? Ich möchte keinen Stress machen, aber wir müssen langsam mal los. Es schmeckt nach, wir müssen ganz schnell dahin. Es hat einen leichten Eukalyptus. Ich trinke auch mal einen Schluck. Ich laufe jetzt ganz langsam los. Mach keinen Stress, junge Mann. Es schmeckt nach, wir müssen langsam mal los. Hey Leute, alles gechillt. Ah, scheiße, da ist es schon alles wieder drauf. Gechillt. Ich mag Bier. B-I-R. Mama sagt, bitte sauf weniger. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Wir sind jetzt hier am Kaufland B-I-R. Angelangt. Mama sagt, bitte sauf weniger. Das ist das Kaufland. Mehr. Normalerweise geht's hier runter, da fahren Autos hoch. Da ist der Eingang. Hier haben sie jetzt extra ein Arsenal gebildet, wo ihr parkplatzen könnt. Also wo ihr parken könnt. Da ist der Fahrer. Grüß dich. Oder euch. Der Fahrer uriniert gerade. Das ist egal. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte einen pinken Bier-Power-Pullover haben. Bier-Power! Ein pinken? Ein pinken, ja. Pink! Ich finde den voll hübsch und pink. Der würde zu meiner blauen Ronny! Passen. Hatte, ist jetzt aber gar nicht so durchgekommen, oder? Nee. Oh nein! Wer ist jetzt der Nächste? Als nächstes müsste... Ich war die Letzte. Ich hab aber ein... Wir müssen jetzt auswählen. Ich war die Letzte. Wir waren hier. Du bist die Letzte, du bist die Erste. Ja, Bull ist dran. Ich war die Letzte. Nee, Quatsch. Warte mal, er und sie haben ausgewählt. Das heißt, Naturin muss jetzt zählen und du auch. So, komm mal her. Ich versuche mal hier das Ding in den Kanister einzufüllen. Hoppa! Ja, noch Pfand. Hoppa! Du bist der Pfandfahrer. Ich hab noch mehr. Hoppa! Pfand Angel. So. So, wir haben ein neues Bier. Das ist so, ich war aber der Erste. So, wir haben ein neues Bier gekauft. Für die Meile. Was für eine Meile, Junge! Was willst du von mir? Komm mal her, du Kasper-Clown! Wir cheaten einfach mal. Ich hab ein Haarsruhe. So, the next beer aus dem Kaufladen ist das Hasseröder vom Naturin. Deswegen gebe ich dir mal jetzt hier das Hasseröder aus dem Kaufladen von Naturin. Und da kann Naturin mal filmen, wie er das Hasseröder aus dem Kaufland vom Naturin aufmacht. Und dann kommt der Brösel, wie der das Hasseröder aus dem Kaufland vom Naturin aufmacht. Das könnte man hier sogar so machen. Das ist das Feuerzeug. Und jetzt kommt der Herrgott. Oh.
Der Herr Gott. Oder eine Ecke. Der Herr Gott. Nochmal der Herr Gott. Warte, haben wir nochmal den Herr Gott? Ich muss nochmal mein Brötchen wegdecken. Ohne Brötchen geht es flötchen. Das geht nicht. Ja doch, noch fünfmal, dann ist bestimmt auf. Warte, hier ist das Schloss, guck mal. Hier ist noch was zum Aufmachen. Scheiße. Ich mag Bier. Jetzt hier das Schloss gefunden, oder? Mama sagt, bitte sauf Bier. Der macht es auf mit dem Schloss, denn das ist der Fahrer. Es muss alles eckig sein. Alles, was eckig ist. Ich mag Bier. B-I-R. Mama sagt, bitte sauf Bier. Bierschank her. Ja, der Turin, du bist der Bursch. Komm mal her, du. So. Warte mal. Jetzt der Fahrer filmt. Schnell müssen wir es ausmachen. Wer hat es gewählt? Was? Wer hat es gewählt? Das ist dein, das ist meins. Wer hat das Wasserröder ausgewählt? Die Schanke, glaube ich. Wer hat das Wasserröder ausgewählt? Du? Ja. Achso, so. Der Turin hat jetzt das Hasseröde ausgewählt. Warum hast du dieses Bier gewählt? Bleib mal hier. Weil ich das auch ganz gerne mag. Dann mach mal deins auf. Ja, dann probier mal einen Schluck und sag mal, wie dir das schmeckt. Das schmeckt hasseröderhaft. Okay. Machen wir einen Brotscheid? Ich habe das hier ausgewählt, weil es gibt halt hier. Du hast doch gar keine Wahl gerade, du musst das Hasseröder trinken. Ah ja, ach so. Warte, danach Achtung, kannst du immer noch. Ich trinke mal davon. Das pfeift ja gar nicht, was ist das los? Sag mal, trinkst du jetzt geht's, oder was? Wie habe ich das eben gemacht? Das hat noch einen, egal, ich trinke jetzt einfach. So, das ist das Hasseröder. Das ist, was ich ausgesucht habe. Ja, das diese. Ja, das interessiert mich. Habst du eigentlich gepustet? Nein. Das dürfen wir jetzt nicht zeigen. Das ist jetzt. Also kein Klang, nix. Das ist echt schlecht. Deswegen trinkt man das nicht. Nee, Hasseröder ist aber eine gute Wahl, weil. Es hat keinen Hopfenextrakt. Wo kann ich denn das zeigen? Der scheiß Hopfenextrakt. Ich gehe mal zum Hannes rüber, warte mal. Hannes, wie schmeckt dir das Hasseröder? Hasseröder mag ich nicht so gern wie das Warsteiner. Hast du einen Schluck getrunken? Ja. Zeig schon mal, wie es aussieht, wenn du einen Schluck Hasseröder trinkst. Oi, das schmeckt ja aber richtig. Na, nicht so gut. Aber ist auch nice. So. Das ist ein Hasseröder. Ich würde gerne einen Schluck trinken, aber das Bier ist zu. Ich kann nichts machen. Die lassen mich hier alleine. Und deswegen sehen wir uns dann später wieder, wenn das Hasseröder auf ist. Das Hasseröder ist jetzt auf. Wir können einen Schluck trinken. Das war's Bier vom Naturin. Und die machen schon wieder Faxe. Guck. Ich mach Faxe. Ich mach das, weil ich zieh nur hier dran. Scheiße. Sie, ihr müsst jetzt hier runterlaufen. Guck. So ein Problem. Hier runter, wo der Brösel langläuft. Eins. Wirklich? Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Jetzt geht's aber. Oh, wir müssen hier runterlaufen. Jetzt. Hoppa. Hoppa. Das ist ja nicht einfach nur zu Hause in dem Fall. Außer mal so. Alles. Schaffst du es noch hier runter? Der Hannes misst aus. Ja. Hoppa. Geht schon noch.
Mädchen unten. Ach du Scheiße. Ja, da ist der Fahrer, guck. Der fährt zwar nichts mehr, aber der ist immer noch dabei. Ach du Scheiße. So, ich bin jetzt hier runtergelaufen, weggerutscht, voll auf die Puste gebaumelt. Der Hannes ist einen Meter weiter gelaufen. Der liegt auch gerade in der Wiese drin. Der ist auch voll hingeflackt. Ich hab keine Ahnung, wie der Rest das geschafft hat da vorne. Aber wir haben uns volles Maul hingesemmelt. Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Hasseröder. So. Und wir laufen weiter. Hannes, ich bin Dor. Ja. Ich gebe dir gleich die Hand. So, wir haben es mittlerweile. Uhrzeitmäßig ist es. Ich muss mich beeilen, hier 30% Akku nur noch auf dieser Kamera. Was heißt das? Wir haben es Uhrzeit 17.47 Uhr mit längerer Unterbrechung am Kaufland, wenn ich mich recht entsinne, mussten wir Pause machen. Da stehen noch vier Schaubel. Dran bröselt sein Bier. Er hat ausgesucht Münchner Hell. Oh, geiler Action hier, Licht. Scheiße, so, komischerweise, wir haben nur noch vier Biers davon übrig, aber ist nicht ganz so schlimm. Münchner Hell. Yes, total geil hier mit Licht auf der Kamera. Paulana München. Warum Münchner hast du das Hell ausgesucht? Das war billig auf Amazon. Ah. 18 Euro mit Stab hier und so. Und der sieht man jetzt gerade nicht. Okay. Also, das ist nicht so ein Stab, sondern das ist hier so, guck mal. Du bist der Beste. Das ist hier nicht so ein Mickey Mouse Stab, sondern der geht hier einen Meter oder so. Aha, aha. Das 18 Euro. Ja, jetzt filmen dein Zeug weiter. Ich würde sagen, wir trinken es einfach. Hannes? Noch da? Noch da? Willst du es aufmachen oder was? Kamerafrau, habe ich übernommen den Job jetzt gerade, weil sonst keiner mehr fähig dazu. Ich würde sagen, Bier start. Start, komm. Wer macht es auf? Hannes, das, was ich schon auf hatte. Ja, warte, der Hannes. Oh, guck mal, ich habe das drauf. Auf der runden Kante habe ich das drauf. Jetzt muss es nochmal machen. Geprostet, würde ich sagen. Ich kann es nochmal machen. Jetzt, pass auf. Immer hier das. Ja, da leuchtet mal hier. Das ist ja. Hier ist Radius 10. Ja. Und, das ist Radius ja. 8. Achtung, ja. Pass auf. Ja. Und, ja. Das kocht zwar leicht das über. Das ist der Brösel. Das der Connes. Ich kann Fahrer. Das alles aufmachen. Und jetzt trinken die alle mal Ace. Das ist der Ramon. So, das ist der Hannes. Ja. Und das ist der Naturin. Und das ist der Hannes. Und das ist der Naturin. Und das ist der Fahrer. Guck, der Fahrer. Und das ist der Bierschangel. Mit neuer Hummelshose, mit der ich mich schön auf die Fresse gepackt habe. Und wir sind jetzt gerade eigentlich im Netto. Ich hoffe, dass du den jetzt nicht mehr. Wir müssen noch. Ich Netto, Hannes, Aldi. Und dann kommt noch Bierschangel. Nein. Norma, Bierschanga Norma und ein Turin Panorama, dann sind wir eigentlich fertig. Yo. So. Das ist das Münchner Hell. Das ist der Naturin. Daneben, das ist der Hannes. Das ist das Stripper Girl. Und das ist der Brösel, also aka der Fahrer, ne? Wo fahren wir eigentlich heute noch hin? Mit der Hand über den Arsch. Scheiße! So, an der Stelle mal eine kurze Unterbrechung hier, denn jetzt ist Folgendes passiert. Die Aufnahmen gibt's nämlich nicht, aber Naturin, Hannes, die lagen ja da am Boden rum, sonst was. Naturin ist, glaube ich, irgendwie eingeschlafen. Da kam ein Security aus dem Netto raus, den ich noch nie gesehen habe. Ist mir auch neu, dass die jetzt Security haben. Der hat uns auf jeden Fall gebeten, den Windfang zu verlassen, was ich auch noch nachvollziehen kann, weil es natürlich nicht schön ist, wenn da rumgelungert wird. Und war schwer, den Naturin wach zu kriegen. So, der Typ, der Security, ist dann auch ziemlich aggressiv geworden gleich, total, der kam raus, hat schon so rumgemault wie sonst was, also vielleicht nicht sein bester Tag gewesen und gleich so, blah. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann Naturin,
wach gekriegt, wir haben auf den Security gehört, weil wir sollten ja den Windfang verlassen und sollten raus, sind also alle rausgegangen. Da ich aber eigentlich nur gewartet habe, dass wir fertig sind, um dann halt, dass ich 5 Bier aussuchen kann, habe ich mir gedacht, okay, pass auf, machst du Folgendes. Die sind jetzt alle draußen, du warst ja noch gar nicht drin im Netto, du musst ja jetzt aber eigentlich 5 Bier aussuchen, musst rein und alles, dann wartet ihr draußen, ich gehe alleine rein, dann hole ich fix halt die 5 Bier, dass wir weiterziehen können. Haben wir uns halt kurz ausgeruht, dann können wir weiterziehen und Bewegung tut dann sicherlich gut. Ich gehe also wieder in den Netto rein. Während ich reinlaufe, sagt schon der Security zu mir, ich soll verschwinden. Habe ich nicht verstanden in dem Moment, keine Ahnung. Ich meine, wir waren ja jetzt da nur raus und ich wollte nur fix einkaufen. Also ich habe mich ja nicht irgendwo hingelegt und dann geschlafen oder so. Ich wollte doch einfach nur fix die 5 Bier holen. Bin zum Bier gegangen, ist mir hinterhergelaufen die ganze Zeit auch. Ich stand dann an den Kästen, habe dann versucht, Bier auszuwählen. Ich habe dann geguckt, gibt's wieder Winterbier, gibt's nicht. Habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe da so in Ruhe geschaut. Und hätte immer wieder dann betont, ich brauche gar nichts holen, ich brauche nichts einkaufen, ich werde eh nicht abkassiert. Mich kassiert keiner, aber er hat der Kassiererin auch Bescheid gesagt, dass ich nichts kaufen darf, dass ich nichts kaufen soll, dass ich nichts kaufen brauche. Habe ich aber auch nicht verstanden, weil habe ja eigentlich nichts gemacht und wollte doch einfach nur fix einkaufen. Dann habe ich mir meine 5 Biers trotzdem auf den Arm gepackt, bin vor zur Kasse, wollte das gerade so aufs Band legen. Da hat er mir am Arm rumgezerrt, ist immer aggressiver geworden, weil ich ja nicht gehört habe. Aber ich ja dachte, ich will einfach, diese Station ist ja wichtig, wir brauchen die Station, ich will jetzt diese 5 Bier kaufen, ich will raus, wir wollen weitermachen, zack. Ja, hat mir den Arm weggezogen, eine Flasche Bier ist runtergefallen, ist natürlich kaputt gegangen. Das war ihm dann zu viel, hat er direkt Hausverbot ausgesprochen und gesagt, jetzt er holt gleich die Polizei und so weiter. Habe ich gesagt, okay, Moment, dann holen sie die Polizei, weil ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist, weil ich habe nichts gemacht. Sie haben jetzt die Flasche runtergeschmissen, nicht ich. Dann wäre ja gar nichts passiert, keine Ahnung. Und warum ich jetzt auf einmal Hausverbot habe, wegen was, verstehe ich auch wieder nicht. Klar, wenn das Hausrecht von jemandem, da können die das natürlich auch ohne Gründe, aber mir war das irgendwie zu dumm. In meinem Zustand war ich dann wieder bockig, gebe ich zu. Wollte dann wissen, was jetzt hier gespielt wird. Er also dann direkt die Polizei geholt. Die kam dann auch an, er hat gegenüber der Polizei auch zugegeben, also hat auch gesagt, dass die Flasche, die runtergefallen ist, ist auch von ihm gewesen, seine Schuld, dass die ihm runtergefallen ist. Er möchte aber trotzdem eine Anzeige machen wegen Hausfriedensbruch. Und die haben halt Personalien aufgenommen, alles hin und her. Mittlerweile wurde ich auch jetzt von der Polizei angerufen, sollte vorbeikommen, sollte Aussage machen, habe das halt alles erklärt, dass ich das ja nicht verstehe, weil ich habe ja nicht Hausverbot gehabt und bin wissentlich dann da reingegangen. Während ich drinne war und da mal eingekauft habe, wurde mir Hausverbot in dem Moment ausgesprochen. Wo ich ja schon drin war und deswegen jetzt Hausfriedensbruch, weil ich ja trotz Hausverbot einkaufen war, obwohl ich ja erst beim Einkaufen Hausverbot gekriegt habe. Und das ist schon das zweite Mal gewesen, dass in diesem Netto ich Hausverbot ausgesprochen bekommen habe. Nur beim ersten Mal war es sogar so, war ich selber noch bei Netto angestellt. Im oberen Netto habe ich gearbeitet, war unten im Netto mal einkaufen, da hat auch eine die Filialleiterin von unten gesagt, hier, du kommst mit, Rucksack auf hier, ich weiß genau, was du da machst und alles. Habe ich auch nicht verstanden. Hab drauf bestanden, dann holen sie die Polizei, ich lass mich hier nicht so behandeln. Polizei kam, haben gesagt, der hat nichts, alles gut. Das ist mir egal, ich möchte trotzdem Hausverbot aussprechen, der kommt hier nicht mehr rein. Selbst die Polizei hat damals gesagt, hä, er ist doch selbst Netto-Mitarbeiter, er ist doch Kollege von ihnen, ich weiß genau, wer er ist. Und lauter so Zeug. Natürlich musste ich eine Woche später dann runter zum Netto und aushelfen. Also hat die Bezirksleiterin, die über der Filialleiterin steht, gleich gesagt, Hausverbot, was? Nee, das wird aufgehoben, zack, das ist nicht wirksam, weil du musst ja zum Arbeiten auch mal runter und da unten aushelfen. War schon damals komisch, keine Ahnung, und haben jetzt auch die Polizisten gesagt, oder die Polizei, wo ich dann war, das scheint wohl was Persönliches zu sein. Keine Ahnung, was auch immer, auf jeden Fall habe ich kein Bier bekommen im Netto, ich konnte kein Bier auswählen und an dieser Stelle geht dann jetzt das Video weiter. Das ist halt hier, wo wir liegen. So. Passiert nichts. Boah. Nachdem ich im Netto jetzt kein Bier auswählen durfte, weil der Herr lieber die Polizei gerufen hat, ne? Weil der Brösel ist so ein Bombenlecher und da hat er gesagt, da hole ich lieber schnell die Polizei. Hab ich jetzt das Level übersprungen?
Das lasse ich mir auch gar nicht anmerken. Und deswegen. Ich habe gecheatet. Guck mal, ich habe gecheatet. Ich habe ein alkoholfreies Weißbier. Also sogar Weißbier. Ich schmecke aber gerade raus. Einfach, das kann man nicht trinken. Und deswegen ist jetzt eigentlich. Eigentlich wäre ich ja dran, aber weil ich habe jetzt den Policia Joker gewählt, deswegen ist jetzt der Hannes dran. Und der Hannes darf jetzt das nächste Bier bestimmen im. Warte mal, Aldi. Da muss ich mal zurück. Im Aldi Borgt. Das ist jetzt der Hannes. So. Die schmeißen uns nicht raus. So. Der Hannes hat jetzt. Ist noch nicht verhaftet worden. Das nächste Bier ausgewählt. Echt? Und das ist das. Das Schuldenbräu. Winnerbock. Schuldenbräu Winnerbock. Mit was, wie viel hat es? Prozent, Hannes? Oh, Halle, Halle, Halle. 7. Das hat nur 7. 7,7%. 7%. Das macht der Hannes jetzt mal auf. Das Schuldenbräu Winnerbock. Opa! Und jetzt Romanos Spezi auf der Spitze. Das ist hier der Fahrer. Denn der hat hier wieder hier, der macht das Bier jetzt hoch auf. Achtung! Oh. Ach du Scheiße! Ach, das ist ja noch braun. Nur mit dem Finger und mit dem Braun, Alter, hat das alles aufgemacht. Und das ist jetzt das, was wir jetzt hier trinken tun. Das ist der Naturbursche. Das ist der Bierschanger. Da, das ist die Polizei da hinten. Spaß, die ist gar nicht mehr da. Deswegen werden wir jetzt bei uns einen reinstellen. Ich glaube, die gehen gerade alle rein. Der Ramses wird der Letzte sein. Wie spät ist es jetzt? Erstmal Musik aus, bitte. Es Musik aus. Ist. Ich weiß, ich kenne sie aber. Musik aus. 19.57 Uhr. Genau. Es ist 19.57 Uhr genau. Und die Bianca war dran, nachdem jeder schon zweimal dran war, außer ich. Ich wurde einmal ausgelassen, weil die Polizei gesagt hat, ich darf nicht. Ja, stimmt, und danach war der Hannes wieder. Ist jetzt wieder der Bierschanger dran. Ja. Und hat dieses. Hasenhell ausgewählt. Warum hast du dieses Hasenhell ausgewählt? Ich habe das Hasenhell ausgewählt. Wir haben jetzt dieses Bier hier. Weil im chinesischen Mondneujahr ist das chinesische Sternzeichen des Hasens. Und ich bin im chinesischen Tierkreis-Dingsbums, bin ich der Hase. Und deswegen habe ich ein Hasenbier ausgewählt. Du bist der Bumshase. So nein, der Feuerhase. Naturin, sie ist der Bumshase. Jetzt habe ich es rausgehört. Ja. Gut. Nein, der Feuerhase. Und deswegen, musst ja das erste aufmachen, weil du hast es ausgewählt. Und dann müssen wir mal gucken. Und dann müssen wir schauen, wie das der Brösel macht. Warte, pass auf, Hase. Weil der macht, ist es immer speziell. Hoppa! Hoppa! Hey. Das Beste ist immer noch, dass die Bullen kommen. Dass wir es geschafft haben. Hasenbrödel, du musst jetzt gerade das Bier aufmachen. Ich finde es speziell. Das kann ich nicht. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ich habe das einfach nur fliegen lassen mit dem. Wo denn? Mach mal, zeig mal. Ja, das habe ich schon gemacht. Habt ihr noch Ace? Der Hasenbrödel. Das kann man so machen. Macht auch sein Bier auf. Ich bin hier Black and White. Achtung. Am Wagen. Achtung. Hoppa. Das ist ein wunderschönes. Guck mal da. Ich schaue schon zu. Scheiße. So, man sieht zwar nichts mehr, aber das ist die letzte Station von der Wintermeile. Hier steht nämlich eigentlich Okak Barschi Kebab Holz Kohle Grill. Also entweder nehme ich Taurand. Panorama. Habt ihr Bock? Ja. Hast du Bock? Ich hab keinen Hunger. Aber Bock hat er was. Hast du Bock? Ja, Friday. Wer bist du denn? Hast du Bock? Ja, ich hab keinen Bock. Weil ich hab keinen Stall.
Ich habe Hunger. Ja, wir haben auch noch ein Bonusbier dabei, aber eigentlich, wenn das die letzte Station ist, müsste der Naturin dieses Bier hier ordern. Er hat die freie Auswahl aus der Karte. Ein Bier ordern. Er kann es bestimmen. Das wäre das letzte Bier auf der Karte. Dann haben wir das geschafft. Aber wir haben noch ein Bonusbier dabei. Hoppa, und jetzt gehen wir erstmal rein. So, da muss ich nochmal einen Cut machen. Und zwar ist das nächste Problem, ich habe keine Aufnahmen vom Panorama. Nächsten Tag sind Bilder aufgetaucht auch, dass wir auf jeden Fall dort was gegessen haben und auch was getrunken haben. Die kann ich ja hier mal einblenden. Ich hatte, glaube ich, irgendwie Falafel-Dürüm, also vegetarisches Gericht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, hat aber irgendwie richtig gut geschmeckt. Und die anderen weiß ich gar nicht. Ich habe Brösel hat irgendwie wie so ein Gyros oder Döner-Teller irgendwas gehabt. Und ja, die Bianca hat irgendwas gehabt, das hat ihr auch richtig gut geschmeckt, so dass sie sich auch noch was mitgenommen hat für den nächsten Tag. Und Naturin hatte Bier ausgewählt, und zwar Desperados, wie man auf den Fotos vielleicht sieht. Und wir sind rein, haben also gegessen, gespeist, getrunken, gemacht, getan. Und dann waren wir fertig. Dann haben wir ja eigentlich 12 Bier laut dem Counter gehabt. Und dann sind wir wieder raus. Wenn wir es geschafft haben. Das, stimmt, das kann ich auch schon. Ist der Preisel. Und der Preisel, der macht jetzt mal noch ein Bier auf. Wie spät ist es? Es ist 21:26 Uhr. 21:26 Uhr. Und der Preisel zeigt uns, was er kann. Nämlich? Handschuhe ausziehen, erst einmal. Handschuhe ausziehen oder schmoren. Und deswegen macht er jetzt hier das Disco. Und deswegen. Warum pimpst du mich jetzt? Jetzt reicht's aber hier. So, jetzt muss ich das gleich Bude. Wie sieht denn das aus hier? Das ist alles so. Das sieht aus wie ein Bombenlöcher. Wie die Long Hoar, guck. Die Long Hoar vom Bombenlöcher. Super, super. So, achso, der hat gar nichts gemacht. Nee, jetzt habe ich was gemacht. Jetzt mache ich was. Ja, ich film doch dich. Ja. Okay, oh, du hast mich mein Handy weggeworfen. Du musst doch jetzt erstmal. Also, wir haben da hinten das ja. Was machen? Pass auf. Da hinten ist der Hannes. Guck. Ist Moin! Panorama. Man kann es nicht erkennen. Das ist Pralorama. Pralo. Warum kann man. Hast du noch was in Beto? Warum kann man das nicht erkennen? Das ist nicht Pralorama. Weil es so weit weg ist. Das verraten mir meine Detektivsensoren. Also ich habe das jetzt hier die Linse sauber gemacht, das sieht einfach nur scheiße aus. Die Linse ist scheiße und oh, sauber. Machen wir das einfach so. Ja, wie denn? Da hinten ist das Panorama gewesen, da, wo ich das letzte Mal nicht gefressen habe. Diesmal schon. Irgendwie so ein dünner Teller oder mit Essen drauf heute. Halt, so. Dünner Arsch mit? Ach, mit Arsch halt. Mit, ja, mit Döner hier. Ich weiß nicht, die machen hier tatsächlich Lamm oder sowas, gell? Kein hier so Dönerfleisch mit aus Hack von Rind aus dem Rewe, sondern du hast schon genug. Die da hinten, ja. Die wissen schon gar nicht mehr, wie trinken geht, weil die sind. Na, vorerst einmal erstmal, ich bin voll mittlerweile. Ich bin, hab zu viel gefressen, hab zu viel getroffen. Mein Bier ist noch voll. Ach, da steht mein Bier. Ja, da steht dein Bier. Ich freue mich drauf, wenn ich endlich dahin bin. Da kriege ich irgendwie Detailrüben, das war das jetzt gerade. Chicke. Jetzt aber ich dachte ja, du machst jetzt, hier zack wieder. Und dann geht's auf. Was soll ich denn da machen? Ich dachte, du machst ein Bier auf. Ah, das ist doch schon auf, mein Bier. Zeig ich mal. Mit Bügelverschluss. Zeig ich mal. Ah, das ist. Das habe ich da. Nicht gesehen, zeig ich mal. Er steht da. Zeig ich mal, wie du das Bier aufmachst. Ich mache mein Video aus, weil wir sind durch. Wir haben es geschafft, diese jetzt. Biermeile. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Außer das ist der Hannes. Tatsächlich haben wir unmittelbar wahrscheinlich. Na, wohl nicht. Scheiße, glaub, wir haben das war nichts. Haben wir die Biermeile eigentlich geschafft oder haben wir die nicht geschafft, weil wir beim Rewe raus, netto raus. Darauf sind. Antworte ich dir jetzt nichts, weil du hast ja auch dein Bier nicht aufgemacht. Deswegen drücke ich mal hier drauf. Guck, auf, warte. Aber dafür habe ich nur. Das Video ist gemacht. Aber auch nichts und deswegen wird man sagen. Dafür na? Wollen wir noch eins aufmachen oder was? Nee, ich jetzt noch nicht. Das heißt, die Meile haben wir nicht geschafft, weil jetzt noch nicht. Das ist erst später, sagen die. Das müssen wir sagen. Nein, tschüss, bis zum nächsten Mal. Was, wir müssen nochmal ins Panorama gehen? Als wenn ich da reingehe und sie fragen, haben es geschmeckt? Das war das Letzte. Das war das Letzte. Ihr könnt ihr mit dem Arsch lecken. Ihr könnt am
Arsch. Es hat sehr gut geschmeckt. Es war sehr lecker. Sehr lecker. Die kann sich halt nicht mehr hier artikulieren. Ja, wenn sie nicht artikulieren kann, ne? Was war das Wort? Artikulieren. Genau, das können sie nicht mehr und deswegen müssen wir sagen, Prost, euer Ramses, bis zum nächsten Mal. Gehen wir eigentlich durch die Stadt oder gehen wir durch Nonnesbad? So, und da melde ich mich natürlich nochmal zurück zum Fazit eigentlich von der Meile, denn man muss sagen, wir haben, wenn man so betrachtet, die Meile wieder nicht geschafft. Schon allein in der letzten Station beim Panorama-Restaurant hat Naturi 0,3 Liter gewählt statt 0,5. Gegen die Regeln, hat nicht gezählt, deshalb verkackt. Kesto Hannes damals haben im Panorama sich einfach ein Wasser bestellt statt ein Bier. Deswegen war die Meile schon nicht geschafft. Jetzt das Desperados 0,3 wäre der Grund, wieso man es nicht geschafft hat. Aber schon lange vorher im Netto war die Meile eigentlich beendet, weil wir ja im Netto kein Bier bekommen haben und im Netto kein Bier trinken konnten, also vom Netto aus. Da konnte ich nichts holen. Also ab dem Moment war die Meile eigentlich auch schon erledigt und nicht geschafft, weil man ja an jeder Station eins trinken muss, von jeder Station eins. Man könnte sagen, gut, Netto wurde ausgelassen, dafür gab es ja ein Faxe vom Hannes zwischendurch, was ja eigentlich sowieso zwei Bier sind statt ein Bier. Und dann gab es ja auch noch ein Bonusbier, sodass wir auf jeden Fall trotzdem über die 12 Bier gekommen sind. Auch wenn wir eine Station ausgelassen haben, aber das ist irgendwie fast immer so. Manchmal ist man ja sogar bei 16 Bier gelandet, diesmal eben bei 13, glaube ich. Bei 13 oder 14. Und mein ganz großen Respekt und Lob an Bierschanga, die mit ihrer super Taktik in jedem Laden erstmal 3 Stunden shoppen zu gehen und überall erstmal sich Essen mitzunehmen und die ganze Zeit nur am Essen war. Ich weiß nicht, wie ein Mensch so viel essen kann. Ich habe diesmal zu wenig gegessen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder, weiß ich nicht, vergessen zu essen, so blöd es klingt. Ich war relativ sehr schnell dann total fertig mit der Welt. Habe ich aus den vergangenen Meilen so gar nicht gekannt. Da war ich immer noch einer der nüchternsten am Ende, während ich jetzt hier wohl, naja, nicht so gut dabei war. Und Bianca und Brösel gerade auch, bei denen hast du irgendwie überhaupt gar nichts gemerkt. Guckt euch das Ende vom Video an, du denkst, die haben gar nichts getrunken, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie Brösel das gemacht hat. Da war auch immer einer der schnellsten mit, die dann ausgetrunken haben. Und Bianca immer mit ihrem Fettbrot und mit ihrem Knabbereien und hin und her und alles und sonst was. Wie ein kleiner Hamster die ganze Zeit am Essen, am Machen. Aber das hat ihr auf jeden Fall gut geholfen. Das hat sie gut durchgezogen. Das war richtig krass. Hannes war zwischendurch komplett fertig. Ich dann auch fertig. Natururin eingeschlafen, fertig, sonst was hin und her. Aber trotzdem haben wir alle es als Gruppe bis zum Ende geschafft. Aber es war nicht perfekt, wieder mal nicht perfekt. Ich sag auch nochmal dazu, das ist nicht mein Lifestyle normal, das ist nicht alltäglich so. Ich bin keiner, der sich wahllos zuschüttet und hier sich die Kante geben muss, permanent. Für mich ist die Goldene Meile eben eine ganz besondere Herausforderung, die ich versuche zu meistern. Das ist dann was, das geht an die Materie, das geht an die Energie. Du fühlst dich danach richtig, wow, bam. Es ist erstmal ein cooles Erlebnis, es macht Spaß, mit einer Truppe so rumzuziehen. Es ist aber trotzdem kräftezehrend. Es macht sicherlich, ist nicht gesund. Es macht viel kaputt. Dein Hirn geht wahrscheinlich komplett flöten irgendwann, wenn du zu viele Meilen machst. Deswegen macht das nicht nach. Nehmt euch daran kein Beispiel. Ihr könnt euch das angucken. Vielleicht ist es auch abschreckend für manche, wie man sieht am Anfang zum Ende hin, wie sehr der Mensch sich verändert und verblödet immer mehr hin und her. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die allerletzte Meile war. Die hundertprozentige, beste, perfekte Meile ist immer noch nicht geschaffen. Thomas redet die ganze Zeit davon, dass er im April vielleicht vorbeikommen wollen würde zur WrestleMania und da auch mal eine Meile probieren. Da bin ich mal gespannt, wie ernst er das meint, ob der Hannes dann auch wieder dabei ist wegen WrestleMania. Da würde sich das anbieten, wenn die zwei dabei sind. Ansonsten, solange man noch in Hibu wohnt, bis Ende April wäre es also noch möglich, das ganze Ding nochmal zu machen, obwohl das eigentlich die letzte sein sollte, aber plötzlich kommt Thomas und sagt, ich will das jetzt auch mal machen, ne? Da wäre ich gespannt, da müsste ich mich wieder besser vorbereiten, vielleicht den Tipp von Bianca einfach einen Kriemschmalz mitnehmen und immer wo du stehst, ein Bier und eine Packung Kriemschmalz gefressen und dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall danke nochmal an Naturin fürs Dasein, auch wenn sie ihm an dem Tag gar nicht so gut ging und er ein bisschen abgekackt ist. Er auch gesagt hat, das muss man nochmal wiederholen. Bianca natürlich, hat mich positiv überrascht. Hannes,
so viel gute Laune verströmt. Ich fand es richtig genial, dass der Brösel dabei war, also der Fahrer. Die haben auch alle harmoniert irgendwie miteinander. Das war auf jeden Fall die größte, brutalste und hässlichste Meile bisher, die ich erlebt habe. Denn bei den anderen war ich immer noch irgendwie am Ende im besseren Zustand als bei der jetzt. Da hat's mich irgendwie trotzdem einfach rausgenommen. Ich bin's einfach nicht gewohnt, nicht mehr. Und deswegen mach das nicht nach, überlass das den anderen. Wenn die sich kaputt machen, sind sie selber schuld. Doof sind sie, das muss man so sagen. Macht es nicht, ne? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.